Hey, was hast denn du da für ein Spiel? Ein ganz tolles Spiel. Das wollte ich jetzt für die Adventskalender vorstellen, weil es mir so gut gefällt. Okay, und wie heißt das? Hier steht schon. Das heißt Dodo rettet das Wackelei vom Kosmos Verlag. Und das ist für Kinder ab 6 Jahren für 2 bis 4 Spieler. Ist das neu? Ja, es ist dieses Jahr erschienen und in der Stadtbücherei auch ganz neu jetzt im Bestand. Okay, dann erklär mal. Also, da geht es um dieses Wackelei. Das Wackelei ist ganz besonders. Was an dem besonders ist, sehen wir gleich. Und das wird hier oben gelegt vom Dodo, das ist der Vogel hier. Der legt es immer ganz oben auf den Fels. Leider ist der Dodo ziemlich tollpatschig. Okay. Der wackelt da immer so rum. Okay. Und dann kann es passieren, dass das Ei aus dem Nest kullert. Oh nein! Und dann fällt es auf die Felskante hier und kullert in Zeitlupe, das ist halt so toll an der Kugel, kullert es hier den Fels entlang. Und unsere Aufgabe ist es, schnell genug diese Brücke zu bauen, damit das Ei hier schön runterkullern kann am Fels entlang und möglichst nicht runterfällt. Dann wird es ja kaputt gehen und das möchte man nicht, dann würde man nämlich verlieren. Und was müssen wir machen, um die Brücke zu bauen? Wir müssen Material sammeln, da müssen wir uns ziemlich beeilen. Du musst würfeln und dann ein Blättchen aufdecken und hoffe, dass die Symbole übereinstimmen. Perfekt. Jetzt nimmst du das Blättchen, legst auf die Ablegestelle. Da sehen wir schon, da haben wir alles erreicht. Da müssen wir nur ein Blättchen finden. Puh, jetzt wird es tatsächlich eng. Okay. Und dann bauen wir die nächste Brücke gleich schon an. So, das schmeißen wir hier rein. Dann kommt der nächste dran. Da ist gleich. Hoffe, dass das Symbol übereinstimmt. In dem Fall stimmt es nicht überein. Dann decken wir es einfach zu und der nächste kommt dran. Okay. Darf man sich da gegenseitig helfen? Man darf sich gegenseitig helfen. Und es wäre natürlich schlau, würde sich schon merken, was hier so drunter liegt. Mhm. In dem Fall stimmt es auch nicht überein. Das sieht ziemlich schlecht hier aus. Man muss die Brücke also nach und nach um den ganzen Fels bauen. Na? Bei den Brücken braucht man nach und nach immer mehr Materialien. Die erste Brücke ist ja nur einfach, aber irgendwann braucht man immer mehr passende Blättchen. Ja. Am Schluss braucht man 3 Stück. Und das muss man natürlich alles schaffen, bevor das Kullerei nach unten fällt. Okay, und jetzt sind auf der Ablagebrücke sind jetzt auch so Todeköpfe. Was heißt denn das? Mhm. Also wenn man das zum ersten Mal spielt, dann ignoriert man die einfach. Dann muss man nur das Normale abdecken. Aber wenn man dann schon vielleicht ein Profi ist, dann kann man die dazu nehmen. Dann bräuchte man hier schon 2 passende Blättchen. Ah, okay. Dadurch wird es schwieriger. Dadurch wird es schwieriger. Unter den Blättchen sind auch noch ein paar Joker. Wenn man es noch schwieriger machen will, kann man auch die Joker weglassen. Okay. Das ist dann wirklich was für die richtigen Profis. Wenn man alle Brücke gebaut hat, dann kullert das Ei hier so entlang. Dann muss man am Schluss hier nur diese Stelle bauen, damit das Schiff dahin fahren kann. Das Schiff fährt dann hier hin und da soll das Kullerei reinfallen, damit es nicht ins Meer fällt. Und dann haben wir es gerettet und haben alle gewonnen. Alle zusammen? Alle zusammen. Cool. Ja, es ist voll cool. Es sieht zwar aus, als würde das ziemlich langsam hier runterrollen, aber man kommt doch ganz schön ins Schwitzen. Ja, man mag das. Gell? So ist es. Sollen wir gleich eine Runde spielen? Ja, so machen wir es. Dann mal los.